Hallo. So, ich hatte ja vor ein paar Monaten hatte ich mal ein Video gemacht über so einen Exide-Akku, so einen neuen, dass ich einen ganz neuen Akku auf Alaun umgerüstet habe. Ja, ich hatte ja berichtet, dass die Kapazität nicht besonders gut ist bei diesen neuen Akkus. Dann habe ich angefangen mit der Mischung zu experimentieren, habe dann die Elektrolyte in den Zellen habe ich dann gewechselt, habe dann gewisse Sachen kombiniert, habe dann was ganz anderes eingefüllt. Die Qualität wurde oder die Kapazität von den Akkus oder von dem Akku wurde immer schlechter. Bis er zum Teil hinterher hat er nur noch gegast und hatte überhaupt keine Ladung mehr aufgenommen. Dann habe ich den Akku aufgesägt und habe dann diese einzelnen Zellenpakete rausgenommen. Das ist ein Paket noch von diesen Zellen. Da ist noch der Rest von den ganzen Elektrolyten drauf, die ich da mal ausprobiert habe. Die Platten sind auch schon ziemlich fertig. Dann habe ich die im destillierten Wasser und im Ultraschallbad habe ich dann versucht, den ganzen Kram da rauszukriegen. Und habe dann hier oben die Verbindungsstege abgeschnitten und die Platten, die noch einigermaßen gut aussahen, da habe ich dann mal versucht, so Kristallzellen zu basteln. Die habe ich außen mit Kleber eingeschmiert, so ein Befüllungsloch hier oben. Ja, funktioniert wohl auch, aber anscheinend habe ich für diese Kristallzellen kein Händchen. Warum funktionieren diese neuen Akkus nicht so gut wie diese gebrauchten? Meine Überlegung ist jetzt, wenn man gebrauchte Akkus hat, bildet sich ja diese unbeliebte Oxidschicht auf den Platten mit der Zeit. Ich habe ein bisschen drüber nachgelesen und ich habe gelesen, dass diese Oxidschichten auf den Platten mehr Platz einnehmen als wie diese eigentliche Bleischicht. Das heißt, bei diesen gebrauchten Akkus ist theoretisch der Plattenabstand zwischen der Plus- und der Minusplatte kleiner. Der Abstand ist kleiner, das heißt theoretisch ein kleinerer Innenwiderstand, theoretisch, zwischen den Platten. Deswegen funktioniert das Ganze besser. Oder liegt es daran, weil man nach dem Auswaschen noch Restteile der Schwefelsäure mit in dem Akku hat, die dann auch noch mit ihr Gutes dazu tut, sag ich mal. Deswegen will ich das jetzt mal ausprobieren. Ich habe mir jetzt noch zwei neue bestellt. Die sind beide brandneu, die waren noch unbefüllt. Ich werde das jetzt mal direkt vergleichen. Einen mache ich wieder mit Alaun und den anderen, den werde ich vorher mit Batteriesäure füllen, ganz normale Batteriesäure, werde den ein-, zweimal laden und entladen. Und dann werde ich den auch auswaschen und ganz normalen Alaun-Akku drauf machen. Ich will wissen, ob es jetzt an der Oxidschicht liegt, dass der Plattenabstand kleiner ist, oder ob noch Restteile von der Schwefelsäure mit in dem Akku drin sind. Weil dann kann man nämlich schon mal eins ausschließen, warum Gebrauchte in dem Fall besser funktionieren. Alles Weitere später. Tschüss.